Heute geht es um den zweiten Tag in Niedersachsen. Was habe ich heute so getrieben? Angefangen damit, dass ich erstmal eine Trainingssession durchgeführt habe, ging es relativ schnell mit Willem auf eine Reise zu einem gewissen Park. Ich wusste bis dato selber nicht, auf was ich mich überhaupt einlasse und was auf mich zukommt. Also, let's find out. Let's go! So, wir wollen dann jetzt zu dem Park. Wie hieß der Park nochmal? Marissa Park. Da weiß ich gar nicht, was uns da noch erwartet. Marissa Park? Ja. Lass ich mich überraschen. Und wer sich jetzt denkt, dass es ziemlich faul von mir ist, mit einem E-Bike hinter einem alten Herren herzufahren, der sollte auf jeden Fall wissen, dass dieser Herr jeden Tag 20 Kilometer mit seinem Fahrrad hinlegt. Und dass ich das selbst, wenn ich gewollt hätte, dann nicht geschafft hätte, 2 Stunden hinter ihm herzuradeln. Ich erinnere mich an so eine Magic-Karte. Planes. Boring! Shut up, Nerd! Auf dieser langen Reise habe ich dann versucht, irgendwie die Kamera umzugreifen, um mich selber zu filmen, was nicht so wirklich geklappt hat. Und woraus dann das hier entstanden ist. Ich will mich selbst aufnehmen. Nee. Nee. Als wir an einem Feld mit ein paar Bullen vorbeigekommen sind, habe ich Willem dazu angehalten, mal kurz anzuhalten, damit ich ein paar vernünftige Shots aufnehmen kann. Danach waren wir in der Nähe des Marissa Parks, der sich als ein Wohnpark anscheinend entpuppt hat. Das Ferienwohnung, holy shit. Alles zu einem Ferienplatz mutiert. Heftig, Mann. Und so langsam kamen alle Puzzleteile bei mir zusammen. Überall Ferienhäuser. Verbotsschilder am Strand, die einem verbieten, samstags und sonntags dort zu fahren. Und der Fakt, dass mir Willem gestern erzählt hatte, dass es an einem Restaurant viel zu teuren Kaffee und Kuchen gibt. Es ging von hier an auf jeden Fall noch um einiges weiter. Circa 500 Meter geradeaus. Ich will nicht wissen, wie weit rechts und links die Häuserreihen halt reingehen. Alles einzelbungalows, überall verteilt. Aber das war danach noch nicht alles. 700 Wohnwagen. 3 Jahre dran gebaut. Alles voll. Ungefähr einen halben Kilometer von der eben benannten Ferienbuden-WG entfernt. Hat sich herausgestellt, dass hier einfach überall Ferienparks sind und immer neue Hotels gebaut werden. Eieieiei. Also als ich halt klein war, da war das alles noch nicht hier so. Jetzt alles zu einem Ferienort mutiert. Heftig, heftig. Ja. Alles voll mit Hotels. Posten, so weitergeht. Wir sind alles zurück hier. Auf meiner weiteren Reise wurden mir dann noch die restlichen Touristenattraktionen gezeigt. Warum mich das jetzt alles so schockiert, ist natürlich aus dem Grund, weil ich das als Kind hier alles so abgespeichert habe. Dass es einfach richtig schön ruhig ist, weite Flächen, wenig Leute und man hier seine Ruhe haben kann. Für einen Introvertierten wie mich einfach der perfekte Ort, um mal auszuspannen. Nachdem ich aber schon mal einen Tag draußen bei uns im Garten saß, unter eine Familie vorbeigekommen ist, wo die Mutter dann gefragt hatte, oh, kann man sich auch eine Ferienwohnung gönnen, habe ich mir schon gedacht, dass die Zeit wohl jetzt längst vorbei ist. Nachdem wir dann unsere Tour beendet hatten, konnte ich ein wenig für mich selbst reflektieren und habe meinen Abend am Wasser verbracht. An sich hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Man hat jetzt deutlich mehr Attraktionen hier und es gibt auch ein Trainingscenter in diesem Marissa Park, wo ich jetzt kostenlos pumpen kann, also nice. Allerdings hat man natürlich viel weniger Ruhe jetzt hier und wenn man hier Anwohner ist, hat man natürlich das Pech, dass alle Restaurants und Eisdielen ihre Preise in die Höhe treiben werden. Jetzt, wo ich mir genug Gedanken darüber machen konnte, muss ich das eigentlich im Großen und Ganzen trotzdem gutheißen. Dadurch, dass es natürlich für die Deutschen eigentlich sinnvoll ist, sich einen Platz zum Urlaub machen innerhalb von Deutschland suchen, anstatt bis ins Ausland reisen zu müssen. Das Ganze kann ich natürlich nicht so positiv präsentieren, wie es für uns als Menschheitsfamilie eigentlich der Fall wäre, da das natürlich alles auf meine Kindheitserinnerung geht, hier einen ruhigen, freien Ort gehabt zu haben, der jetzt nicht mehr vorhanden ist. Denkst du nicht, das ist ein bisschen zu melodramatisch? Aber das war meine Kindheit. Halt's Maul.
Nächste Woche im letzten Teil geht's dann noch einmal auf eine Rundreise um den See, um die ganze Natur zu erblicken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da, damit der Algorithmus meinen Channel ein bisschen weiter nach oben pusht. Ich richtig viel Cash mach, Mann, und dann richtig reich, Mann, yeah!